Herr Litschka, Sie haben vorhin das beeindruckende Portfolio von Entain und bwin bei den Sponsorings in Deutschland, im deutschen Sportmarkt erwähnt. 13 Millionen, glaube ich, pro Jahr, allein beim BVB 3 Millionen. Wenn sich das jetzt alles so kritisch entwickelt in Ihrem Business, müssen sich Ihre Vertragspartner dann auf sehr knackige Verhandlungen einrichten, wenn es um Verlängerungen geht? Ja, leider dazu kann kommen, weil das Geld, das hier abfließt, geht natürlich, und wie ich schon gesagt habe, leider natürlich auch zulasten der Möglichkeiten, sich im Sponsoring weiter zu engagieren. Wir werden uns hier und diesbezüglich gebe ich beiden, den Herrn Dr. Quermann, auch den Kevin O'Neill, recht. Wir werden uns hier ein Level Playing Field wünschen, bei der die Regulierung durch einen entsprechenden Vollzug an den noch Mangel sicherstellt, dass die Anbieter, die sich im Rahmen der Regulierung operieren, nicht benachteiligt werden. Und nur so meines Erachtens kann sichergestellt werden, dass das Ziel der neuen Regulierung die Einsätze oder das Spielen hin zu regulierten Anbietern zu kanalisieren auch erreicht wird. Und ja, deswegen und entsprechend wird es leider weniger Mittel geben für Werbung und oder diese Mittel, auch weniger Mittel würden für Werbung und Sponsoring zur Verfügung stehen. Die eigentlich Instrumente, auch Instrumente der Kanalisierung sind. Weil dann die Leute wissen oder eine Sicherheit haben, dass sie mit lizenzierten Anbietern spielen und nicht in den Schwarzmarkt abwandern müssen.